Treffpunkt Modehaus Papenbräer. Die Handballer des SCM werden eingekleidet und ein Fotoshooting gibt es auch noch. Sie machen eine gute Figur. Überall gute Laune. Herr Bachmann, Papenbräer kleidet den SCM nach 2 Jahren neu ein. Wie kommt es zu dieser Aktion? Wir haben ja seit einigen Jahren die Kooperation mit dem SCM, sind mit dem SCM sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Nach 2 Jahren dieses Jahr wieder entschieden, eine neue Einkleidung für den SCM zu machen. Also nicht nur neue Spieler sind dabei im Vergleich zu vor 2 Jahren, sondern auch ein neues Produkt aus Ihrem Haus. Ein neues Produkt. Wir haben einen ganz neuen Anzug mit ins Programm reingenommen. Einen etwas schlankeren, schmaleren, modischen Anzug als vielleicht die Passformen davor. Ist aber ein Generationswechsel. Die Passformen wiederholen sich ständig. Er ist jünger, dynamischer. Und das möchten wir auch gerne so bei dem SCM wiedergeben. Herr Papenbräer hat sich vor 2 Jahren als SCM-Fan geoutet. Wie ich weiß, sind Sie auch Handball-Fan. Und da kommt natürlich die Frage aller Fragen. Was ist denn so Ihr Gedanke in der neuen Saison? Was meinen Sie, wo wird es hingehen? Ich würde sagen, dass der SCM auf jeden Fall nach wie vor weiter auf Erfolgskurs ist. Und mein Tipp würde sein, unter den ersten 5 Plätzen. Bennett Wiegert am Set und zufrieden. Fragen wir Andreas Rojewski, ob er sich wohlfühlt. Ja, das Trikot ist mir natürlich wesentlich lieber, aber ich denke, die Anzüge sind schick. Da hat sich das Haus Papenbräer gute Gedanken gemacht und uns schick eingekleidet und wir sind soweit zufrieden. Nun beginnt die Gruppenphase, also die beim Fotografieren. Na dann, den Machern noch viel Spaß bei der Bildnachbearbeitung.